Online-Geister. Quickie. Hallo, ihr Online-Geister da draußen. Jetzt mal wieder ein Quickie aus dem schönen Magdeburg. Ich bin jetzt gerade bei Lea und Markus von meinkursmagdeburg.de und es geht jetzt ganz konkret darum, eine Unternehmergesellschaft, eine sogenannte UG, zu gründen. Gerade für viele selbstständige Startups, Leute am Anfang, die einfach eine Gesellschaft gründen müssen, aus verschiedensten Gründen, bietet sich so eine UG, ob mit oder ohne Haftungsbeschränkungen, generell an. Und was das alles ist, wie viel Zeit man da braucht, das haben Lea und Markus ja schon durch. Und ich habe mir die beiden jetzt einfach mal geschnappt und möchte euch jetzt mal direkt fragen, UG, was bringt das eigentlich, was sind so die Vorteile, wie lange dauert es überhaupt erstmal so für ein paar Eckdaten, damit man das erstmal grob eingrenzen kann? Ja, UG ist ja eigentlich so die kleine Schwester der GmbH, sagt man. Das heißt also, die UG hat den Vorteil gegenüber der GmbH, dass man eben sehr geringes Stammkapital einlegen muss. Bei der GmbH sind es ja dann diese 25.000 Euro. Bei der UG sagt man jedenfalls so, ab 1 Euro ist das möglich. Was sich in der Praxis dann zeigt, dass das doch nicht so ganz hinhaut mit dem 1 Euro. Man muss eben immer zeigen, dass man liquide ist und allein die Notarkosten übersteigen den Euro ja schon, wo sich dann immer empfiehlt, dann doch ein bisschen mehr reinzulegen. Ja, also das war bei uns eigentlich so der Hauptgrund, dass wir nicht mit so einem großen Stammkapital für unseren Staat oder nicht so viel Stammkapital in die Hand nehmen müssen oder das auftreiben müssen. Und genau, also das war der eine Vorteil für uns, den wir gesehen haben, deswegen haben wir das gemacht. Und als Tipp, die UG-Gründung wird immer gesagt, das ist relativ einfach und geht ganz schnell, aber man muss sich eben um die Termine bemühen und hat doch ein paar Gänge. Und da empfiehlt es sich wirklich, das ja, richtig zu planen, durchzuplanen und da schon eine gewisse Zeit mit einzurechnen. Frage meinerseits, wie viel Wochen, Monate im Voraus sollte man da so eine UG-Planungsgründung, wie auch immer, einfach mal in Angriff nehmen? Also was empfiehlst du so? Also ich würde sagen, allein, dass man, weil man ja schon einen Termin beim Notar braucht, der, sage ich mal, unter 4 Wochen nicht zu bekommen ist, sollte man sich mindestens für die Gründung mal 2 Monate einplanen. Also. Mindestens. Okay, Notar war ja schon mehrfach erwähnt worden, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, wenn dann so eben welcher Schritt ist wann zu erledigen, also quasi unser Step für Step. Das Ganze aber generell, also mindestens einen Monat sollte man immer einplanen. Wenn man Glück beim Notar hat, dann, also das ist offensichtlich dann so der längste Zeitfaktor, aber so mindestens einen Monat, einfach als Puffer, 2, vielleicht sogar 3 Monate, damit man jetzt nicht in Stress gerät. Also es ist jetzt nicht so eine Aktion von heute auf morgen, mal Gründe wie so jetzt eine Limited in Großbritannien beispielsweise. Das soll ja angeblich zumindest wirklich schnell gehen. Okay, also mindestens einen Monat. Stammkapital muss eingelegt werden, mindestens 1 Euro, Praxis, okay, sieht dann wieder ein bisschen anders aus. Was sind da so eure Erfahrungswerte, wie viel Geld bietet sich da so an? Also sprechen wir jetzt von Hunderten oder von Tausenden von Euro, die dann auf diesem Konto, was man wahrscheinlich noch anlegen muss, drin sein muss? Also brauche ich auch ein eigenes Konto nochmal für diese UG? Richtig, man braucht beim Notar braucht man schon das Geschäftskonto, weil dann die Notarkosten zum Beispiel direkt vom Geschäftskonto auch abgehen können, die ja wiederum dann auch von der Steuer abzusetzen sind. Aber also, wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel eingelegt. Ich würde mal sagen, dass man 1.000 Euro ungefähr rechnen kann. Genau. Also je nachdem, was man eben vorhat. Wir in unserem Fall, wir betreiben eben eine Internetplattform, wo wir jetzt nicht großartig Material einkaufen müssen für irgendeine Produktion etc., wo wir da nicht groß in Vorleistung gehen müssen, da würde das eben ausreichen. Wenn man aber weiß, dass man quasi nach seinem Start direkt mal für 2.000 Euro Material kaufen muss, dann sollte man eben doch mehr auf der Kante haben, weil eben man sonst schnell Gefahr läuft, und das habe ich jetzt öfter gehört auch, dass man da direkt insolvent ist, und da haben wir relativ strenge Gesetzeslagen, die einem das Unternehmertum dann direkt von Start an ziemlich schwer werden lassen. Okay, also quasi rein pro forma gegründet und schon pleite, das sollte man natürlich vermeiden. Dann würde ich gleich mal zu dem halt ultimativen Guide gehen, also eben von, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, ich würde eine UG gründen wollen. Da gibt es ja schon erstmal diese Frage, gibt ja UG und UG haftungsbeschränkt? So wie ist auch GmbH, ist auch mit begrenzter Haftung. Wahrscheinlich eben diese Dinge, wo es erstmal ein Unterschied zwischen einer normalen UG und einer UG, Klammer auf, haftungsbeschränkt, Klammer zu. Also wie unterscheiden die sich erstmal? Das. Ja, also die UG als solche gibt es eigentlich nur als haftungsbeschränkt.
Deswegen auch die kleine Tochter der GmbH. Und haftungsbeschränkt heißt in dem Fall, dass man eben als Unternehmer, also als jemand, der eine UG gegründet hat, immer nur mit der Einlage haftet, sozusagen die, also mit dem Stammkapital, was hinterlegt ist. Ah, okay, also kommt dann diese Doppelung einfach daher, bei manchen Schreiben muss man dann wahrscheinlich den offiziellen Namen, deswegen ist es haftungsbeschränkt, aber das nimmt ziemlich viel Platz weg. Deswegen lassen es manche dann auch hin und wieder gerne weg. Also weil man dann, ich habe schon manchmal nur UG und manchmal UG, Klammern, haftungsbeschränkt gelesen bei verschiedenen Organisationen. Aber prinzipiell, es gibt nur eine UG. Das ist immer diese haftungsbeschränkte, fertig, aus, da gibt es keine Sonderform. Genau, richtig. Okay. Okay, dann weiß ich schon mal, gut, UG kann ich nur eine gründen. Dann sage ich, ich möchte eine UG gründen. Was wäre mein erster Schritt? Also wahrscheinlich erstmal einen Notartermin machen, weil der am längsten dauert. Genau, also wenn ich meine Idee dann habe und ich weiß jetzt genau, das ist mein Starttermin, ich möchte loslegen, dann erstmal einen Notartermin machen. Der Notar wird dann automatisch dann ganz viele Rückfragen haben, was man dann organisieren muss bis zu dem Zeitpunkt der Beurkundung. Und man sollte sich darüber Gedanken machen, wie viele Geschäftsführer werden eingesetzt, wer wird das sein. Genau, wie viel Gesellschafter wird es geben, wie werden die Prozente verteilt etc. Der einfachste Weg ist da immer dann der schnellste auch und der günstigste auch, wenn man das Standardprotokoll benutzt, wo eben nur ein Gesellschafter und ein ein Geschäftsführer und ein Gesellschafter dann eingetragen ist. Okay. Das ist dann immer der schnellste und einfachste Weg, weil das sind vorgefertigte Formulare sozusagen. Okay, dieses so Standardprotokoll. Genau. Wo finde ich das? Also kriege ich das vom Notar dann gleich oder wie ist das? Also ich sage einfach so, hier, lieber Herr Notar X oder Frau Notarin X, ich möchte eine UG gründen und dann können die mir schon direkt weiterhelfen, kommen, also lassen mir das ganze Zeug zukommen, was ich ausfüllen muss. Genau, da muss man dann seine Branche einfüllen. Ist es eine Dienstleistung, ist es ein Online-Vertrieb, genau. All solche Fragen werden dann da abgefragt. Dann bereiten die den Vertrag vor und die Rückfragen, das erledigt eigentlich alles das Notarbüro. Und wenn es dann zum Termin kommt, sitzt man da und der Notar oder die Notarin liest komplett einmal den gesamten Gesellschaftervertrag vor, inklusive aller Paragraphen. Okay, damit halt alle dabei sind, genau, das verstanden haben, einmal auch vorgelesen. Okay, aber ich habe jetzt beschlossen, ich möchte eine UG gründen, ich mache den Notartermin, kriege dann ja schon verschiedene Formulare direkt zugesendet. Was als nächstes? Ja, nicht als nächstes, sondern vielleicht als also parallel schon würde es sich anbieten, ein Bankkonto zu eröffnen, also ein Geschäftsbankkonto. Mhm. Hier haben wir dann oft auch ein Henne-Ei-Problem. Wir brauchen das Stammkapital auf diesem Konto, um zu gründen. Aber um ein Bankkonto, Geschäftsbankkonto zu eröffnen, muss man gegründet sein. Und bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd, aber das regelt die Bank dann so, dass sie sagt, wir geben euch ein Geschäftsbankkonto, stellen wir euch zur Verfügung, da steht dann hinten dran UG in Gründung und man kann es dann sozusagen für die Stammeinlage nutzen, für nichts weiteres erstmal und kann dann sozusagen beim Notar die Stammeinlage darüber nachweisen. Okay, also die Bank löst es einfach damit, dass sie euch erstmal so ein in Gründung so ein temporäres Ding bereitstellt. Ihr könnt Geld drauf einzahlen, wahrscheinlich erstmal keins abheben, aber das Konto existiert dann zumindest schon mal. Okay, dann habe ich also beschlossen, ich möchte eine UG gründen, habe meinen Termin beim Notar gemacht, kriege da also peu à peu dann alle möglichen Formulare zum Ausfüllen, mache parallel dann schon ein Bankkonto auf mit diesem Unternehmensnamen, dann irgendwas UG, Klammern haftungsbeschränkt und dann eben noch in Gründung für die Bank. Wenn ich gegründet bin, reicht es dann, wenn ich meiner Bank einfach anzeige, so wie schreiben, Mensch, wir sind jetzt gegründet, bitte ändern? Oder wie schaut das aus? Gibt es da nochmal extra Gebühren, die anfallen? Oder ist das eine ziemlich einfache Sache? Die Bank braucht immer Unterschriften und die Unterschriften, die sind am besten natürlich persönlich. Also wir waren direkt nach der Gründung, hatten wir einen Anschluss eine Stunde später den Termin bei der Bank, weil dann ganz viele Unterschriften nochmal fällig werden, um dieses in Gründung eben wieder rauszunehmen. Deswegen ist da die persönliche Präsenz wichtig. Also das in Gründung kommt dann erst raus, wenn man tatsächlich den Handelsregisterauszug der Bank vorlegt. Und beziehungsweise die Bank kann das auch selbst organisieren, unterschreibt man eben, dass sie sich das holen dürfen. Genau, das kostet 15 Euro, also so ein paar Gebühren, die fallen immer an. Aber ihr habt ja gerade schon Handelsregister erwähnt, ist das dann das nächste Ding, was anfällt, dass ich mich ins Handelsregister eintragen muss? Das passiert automatisch, das macht dann die Notarin.
Okay, also Notartermin und eben dann da klärt man dann die ganzen weiteren Schritte mit Handelsregister, mit Gründungsurkunden etc. pp., was da so eben anfällt. Also da kann ich mich dann einfach an einen Notar wenden, Notarin wenden. Banktermin muss ich natürlich beachten, wegen Konto dann. Und weiter noch was? Oder aufpassen, was? Wenn man gegründet hat, bekommt man einen Handelsregisterauszug und dann bekommt man aber im Briefkasten ganz, ganz viele Briefe, die hochoffiziell aussehen. Und die erstmal immer so 500, 600 Euro von dir haben möchten für irgendwelche Einträge in irgendwelche Handelsregister. Ganz, also nicht die, wo wirklich erforderlich sind, sondern zusätzliche. Das sind, was sind das, kleine UGs, auch kleine echt wirkende Firmen, die wahrscheinlich auch echt sind und die einfach probieren, die tragen dich dann wahrscheinlich irgendwo ein und verlangen aber 500, 600 Euro. Das sieht dann so offiziell aus, dass man meint, man müsste es jetzt sofort überweisen, muss man aber nicht, da muss man aufpassen. Wir hatten in der ersten Woche eine Rechnung von 3.000 Euro im Briefkasten. Also guter Tipp am Anfang, also die üblichen Betrüger, die Scammer, die sind dann auch da sehr aktiv. Ja. Also was kann ich denn überhaupt erwarten in der Post? Also oder auch generell, kann ich diese Briefe da denn einfach ignorieren, die ich da bekomme? Also ich muss nichts weiter beachten, auch nicht irgendwie zurückschreiben von hier, habe ich niemals gemacht. Nein, gar nichts. Einfach also nicht einfach beachten. Nicht beachten. Das steht auch, wenn dann der Handelsregisterauszug, den kriegst du nochmal zugeschickt, da steht auch nochmal die Warnung drin. Bitte Achtung, da kommen ganz viele Briefe, einfach ignorieren. Also der ganz offiziell wird man darauf auch nochmal hinweisen. Also ist es so ein krasses Problem, dass bereits das Handelsregister mich darauf hinweist. Ja. Also okay, auch interessant. Der Handelsregister hat uns auch vorher keiner gesagt. Nee. Der Handelsregistereintrag kostet 150 Euro. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei jedem immer die gleiche Summe. Und wenn da so ganz dubiose Summen kommen von 700 Euro für irgendwelche Einträge, dann kann man das getrost ignorieren. Wenn man sich diese Sachen genau durchliest, dann kann man schon rauslesen, dass das für einen nicht relevant ist. Aber wie gesagt, das ist halt so ein ganz hochoffizielles Auftreten, diese Schreiben. Und da fallen einige drauf rein, sicherlich. Und deswegen Vorsicht. Okay, gut. Also da nochmal unbedingt aufpassen. Also eben Notartermin, dort kriege ich alles Weitere. Dann eben auch mit Handelsregister und sowas. Da fällt eine Rechnung an, weil wir es ja gerade auch schon bei 150 Euro für das und das waren. Also wie schaut es denn finanziell überhaupt aus? Also so ein Notartermin wird ja wahrscheinlich immer mal ein bisschen anders kosten, aber so grobe Hausnummer, was könnt ihr da so sagen? Ja, also wie gesagt, wenn man über Standardprotokoll gründet, sind es so zwischen 300 und 400 Euro vielleicht. Okay, rechnen wir mal pessimistisch, sagen wir mal 400 Euro Notar. Genau, okay. Ja, und das haben wir nicht gemacht. Wir haben eben, weil wir eben mehrere Geschäftsführer haben und auch mehrere Gesellschafter, konnten wir das nicht machen. Wir haben quasi einen großen Gesellschaftervertrag aufsetzen müssen, da war das teurer. Aber wie gesagt, über Standardprotokoll würde ich mal sagen, so 400 Euro rund. Zusätzlich dann aber auch noch die 150 Euro für die Handelsregistereintragung, die kommen noch oben drauf. Okay, ja, sagen wir mal, 550 sind wir dann schon. Genau, und und dann bekommt man eben noch, das geht auch relativ automatisch, immer mal noch so Post von IHK meldet sich dann. Je nachdem, ob man da dann Mitglied wird, ist ja quasi, denke ich, auch für viele auch Pflicht in den Innungen. Und da kommen auch nochmal Gebühren wahrscheinlich drauf. Und diverse Kleckerbeträge nochmal von der Bank. Genau. Eben für diesen Handelsregisterauszug, den die sich ziehen. Also nochmal 100 Euro drauf. Okay, also 650, sagen wir dann so plus minus Porto, dann sind wir bei 700 Euro schon. Genau. Und daran kann man auch schon seine Einlage bemessen, sage ich mal, die man mindestens drauf haben sollte, um liquide zu bleiben, um zahlungsfähig zu sein. Also sagen wir mal, mit 1.000 Euro ist man auf der sicheren Seite am Anfang einer UG. Okay, aber wär's das dann auch oder kommt da noch mehr dazu? Das wär's. Ich glaube, wenn man dann nicht auf die anderen Rechnungen reinfällt, dann war's das. Ja, aber so an reinen Pflichtkosten, also bei IHK, da die Kammern zum Beispiel erwähnt wurden, das hängt dann ja wahrscheinlich wieder von der Branche ab, in der man aktiv ist. Genau. Ja. Also wenn man beispielsweise Angestellte hat vom Staat weg, dann sicherlich sind da nochmal andere Kosten nochmal anzusetzen. Also sind wir ja quasi schon im laufenden Geschäft irgendwie und das sollte man dann schon in seinem, sage ich mal, Businessplan berücksichtigt haben, was da noch so auf einen zukommen kann. Ja klar, aber so Gründung an sich ist jetzt einfach eben der Notartermin, so 300, 400 Euro plus Bank. Plus dann eben diese Registereintragungen, also dass man dann eben summa summarum diese 400 Euro plus die 150 Euro Registereintrag plus so 100 Euro vielleicht Bank, also so zwischen 600, 700 Euro mindestens landen. Ja. Und Reihenfolge wäre dann, also ich möchte gründen, ich kontaktiere einen Notar meines Vertrauens. Du sagtest dann halt, ich möchte eine Unternehmensgesellschaft gründen oder die Unternehmensmehrgesellschaft gründen.
Kriege dann da schon mal die Infos, mache parallel so einen Banktermin, dass ich erstmal so ein Ingründungskonto bekomme. Dann habe ich den Notartermin, dann wird es entsprechend eingetragen beim Standardprotokoll mit einem Gesellschafter, einem Geschäftsführer. Also auch mindestens zwei Personen braucht man dann oder kann man auch alleine eine UG gründen? Ja, das geht auch, ja. Also denn ich bin nicht sowohl Gesellschafter als auch Geschäftsführer. Mhm. Okay, also gegen prinzipiell auch und dann eben alles, was darüber hinausgeht, das bedarf dann halt mehr Leute, beziehungsweise dann natürlich mehr Geld beim Notar. Okay, und dann habe ich einen Notartermin, dann muss ich nochmal zur Bank rennen und sagen, so, ich bin jetzt gegründet, hier habt ihr einen Wisch und das Konto dann bitte in ein normales Geschäftskonto umwandeln. Richtig, genau. Okay, und dann kriege ich dann noch ein paar Sachen per Post, wie Handelsregisterauszug, muss dann natürlich wieder Sachen, wie zum Beispiel Impressum, auch ganz wichtig, beachten. So ein Handelsregisterauszug muss ja dann auch ins Impressum mit rein. Aber das ist dann so diese Makulatur am Schluss. Aber ich wäre dann rein von der Gesellschaft komplett gegründet. Richtig. Muss nichts weiter erstmal beachten in dem Sinne. Genau. Halt nicht auf die Betrüger reinfallen, die Geld von mir wollen. Nur auf die wirklich Geld von mir wollen und auch das Recht dazu haben. Mhm. Aber das so diese Größenordnung. Genau. Und dann Empfehlung eurerseits, 1.000 Euro auf das Konto draufzahlen, dass erstmal jetzt eben kein Minus entsteht. Genau. Und dann seid ihr da einfach safe, durch, ist das Ding erledigt. Genau. Und dann ist ja wieder das Problem, dass vielleicht kann man auf euch zukommen, je nach Berufszweig. Und ich weiß nicht, wie ihr seid jetzt, also mit meinem Kurs Magdeburg, in welchem Bereich seid ihr da jetzt eigentlich angesiedelt? So rein für die Finanzämter und was weiß ich nicht alles, also als was geltet ihr da? Ja, wir haben uns jetzt im Bereich Dienstleistungen angesiedelt, weil wir mit unseren Kursen und mit unserer Plattform eine gewisse Service, also einen gewissen Service und Serviceleistungen anbieten und deswegen da am besten reingepasst haben. Okay, seid ihr dadurch automatisch kammerpflichtig geworden oder wie ist das? Ja. Genau, also bei uns hat sich die IHK gemeldet, die als zuständige Kammer für uns. Und ja, grundsätzlich ist das ja auch eine gute Sache. Da hat man ja auch jede Menge Ansprechpartner für verschiedenste Themen und so weiter. Also genau, sind wir jetzt bei der IHK. Okay, gut, die Kammern, die spalten ja gerne mal so die Gemüter. Es gibt ja einige, die Meinung sind, das ist totaler Betrug. Andere finden es dann halt vollkommen okay. Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen, aber mal rein Kostenfaktor, wie viel kostet euch die IHK da so im Jahr etwa? Was haben die da schon irgendwie gesagt, so ihr Durchschnittsbetrag ist, oder? Da habe ich noch keine Vorstellung, aber ich habe die naive Vorstellung, dass wir als Neugründer noch ein bisschen einen geringeren Beitragssatz zahlen. Ich habe es jedenfalls so gelesen, aber da muss ich mich jetzt die nächsten Tage auch mal drum kümmern. Genau. Bei der IHK. Es kommen nach der Gründung ganz viele kleine Steinchen noch, die man erledigen muss. Zum Beispiel Steuern nochmal beim Finanzamt beantragen. Das sollte man auch relativ bald machen, dass man die auch direkt im Impressum hat. Ja, stimmt. Übrigens auch ganz wichtig. Also im Impressum ist eigentlich nur die Wirtschafts-ID bzw. die Steuer-ID, also die Steuernummer an sich muss da übrigens gar nicht rein. Das weiß ich jetzt an der Stelle. Also wenn ihr umsatzsteuerpflichtig seid, das muss rein. Mhm. Also insofern der Autogang zum Finanzamt, damit man halt einfach für die Steuererklärung dann damit drin ist. Da auch Frage meinerseits, ich bin ja zum Beispiel Freiberufler. Mhm. Das heißt, ich habe da gewisse Vorteile, ich bin nicht kammerpflichtig, ich kann mich zum Beispiel auch, weil ich künstlerisch tätig bin, bei der Künstlersozialkasse versichern und das würde ich ja jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt wie in Ordnung fahre, in den Dienstleistungen das vielleicht oder einfach Thema Gewerbe, wenn ich einen Shop aufmachen möchte, würde ich da zum Beispiel schon mit rausfallen. Aber es gibt da zum Beispiel auch Möglichkeiten, das Ganze zu trennen, dass ich halt einmal meinen normalen Beruf mache und dann so ein UG. Da wäre das zum Beispiel ja mit der Steuernummer dann wahrscheinlich auch wichtig, einfach, dass das Finanzamt weiß, genau. Das ist eine andere Kiste als das, was ich sonst mache. Mhm. Da hatte ich mich jetzt im Vorfeld schon mal ein bisschen schlau gemacht, da ist ja auch ganz wichtig, das getrennt voneinander zu halten. Genau. Das ist jetzt meine normale freiberufliche Tätigkeit, eben das ist das. Und wenn ich jetzt mal irgendwas für die UG mache, müsste ich mir dann quasi selbst eine Rechnung stellen, damit es halt einfach von den Tätigkeiten schon mal getrennt ist. Aber dann könnte ich halt eben zum Beispiel meine ganzen Versicherungssachen, die ich vielleicht ein bisschen vorteilhafter als Freiberufler habe, behalten. Und bei einer UG, wenn ich dann zum Beispiel Gewerbe anmelden muss und diese ganzen Fallstricke, die dahinter noch sind, dass das einfach so das eine eben das andere nicht berührt. Da kurz noch zwei Fragen meinerseits. Also Finanzamt muss noch ein Weg gegangen werden, also eben Notar, Bank, die regeln dann schon mal recht viele Sachen, da muss ich noch zum Finanzamt, das definitiv. Und wie schaut es bei euch jetzt aus, Thema Gewerbeanmeldung, da war ja auch, das ist ja auch gerne mal so ein Ding, manche brauchen es nicht, aber die meisten brauchen es ja irgendwie schon. Wie läuft das? Genau, haben wir auch machen müssen, das allerdings relativ schnell und einfach. Da gibt es eben Formulare im Internet runterzuladen, ausfüllen, hingehen, abgeben, Gebühr bezahlen, wieder,
Ja. Okay, wohin gehen? Zum Gewerbeamt. Okay. Ja. Gut, das soll es ja in jeder Stadt geben, das können wir ziemlich leicht ergoogeln, denke ich. Aber ansonsten, das wären jetzt noch diesmal die Schritte danach, aber dann wäre ich auf jeden Fall durch. So nach eurer Erfahrung bislang. An der Stelle, wo wir sind, sind wir gerade damit durch. Genau, bis auf die Steuernummer. Und da vielleicht noch der Tipp, also man bekommt automatisch nach der Gründung vom Finanzamt einen Erhebungsbogen, wo man sozusagen Angaben darüber machen muss, was man jetzt gerade tut, weil die das wahrscheinlich auch über die Anmeldung im Gewerbe- oder im Handelsregister dann mitbekommen haben, dass man da was tut. Und darauf sollte man vielleicht nicht unbedingt warten, wenn man die Steuernummer denn schnell braucht, denn die Bearbeitungszeiten sind recht lang und man sollte eben vielleicht doch eher proaktiv sich selbst darum kümmern, bevor man eben angeschrieben wird, wenn man sie, wie gesagt, schnell braucht. Okay, und da noch Frage meinerseits, wenn ich jetzt im Online-Bereich tätig bin, kennt ihr euch da so ein bisschen aus, wie das dann so ausschaut mit zum Beispiel eben IHK-Pflicht, also ich meine, ob Online-Shop oder Ladengeschäft, denke ich mal, wird für die Kammern wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Ich denke, dass wir da noch nicht so modern sind. Ja. Ich denke mal, es würde wahrscheinlich das eine zum anderen geschlagen werden. Das heißt, ich werde, also sobald ich irgendwie was verkaufe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich irgendeine Kammer bei mir vermutlich meldet und sagt, hier komm, mein Lieber. Ja, denke ich. Okay, aber das und dann eine Sache, es gibt ja noch die Sonderform der Kleinunternehmerregelung. Mhm. Kann ich das auch als eine Gesellschaft in Anspruch nehmen? Ich glaube, sobald man ein Gewerbe angemeldet hat, vielleicht eher nicht mehr, oder? Das wäre jetzt gefährliches Halbwissen. Ja. Okay, gut, dann recherchiere ich da nochmal kurz, melde mich auf jeden Fall, ich will da irgendwas Falsches sagen. Ja. Aber das wären so Sachen, die mir zum Beispiel auch noch durch den Kopf schwirren, weil so eine Kleinunternehmerregelung heißt ja, ich muss keine Umsatzsteuer erheben, ist ja gerade am Anfang noch eine einfachere Version. Dass man so ein bisschen den Verwaltungskram noch spart, gerade wenn jetzt vielleicht so ein UG erstmal nur pro forma besteht und man weiß, es wird eine Weile dauern, ehe das Ding Gewinn abwirft. Die Kleinunternehmerregelung sagt ja unter 17.500. Genau, pro Jahr. Genau, pro Jahr. Also Umsatz übrigens, nicht Gewinn, sondern Umsatz, also das generell alles, was reinkommt. Ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass das greift, ja, am Anfang. Okay, wie gesagt, da mache ich mich auf jeden Fall nochmal schlau, würde dann nochmal kurz einen Nachsatz hier mit reinsetzen, aber ansonsten Lea, Markus, ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Wir haben jetzt auch genügend drüber gequatscht. Ihr da draußen, liebe Online-Geister, ihr wisst jetzt, so kann ich Unternehmergesellschaft gründen. Also wer beruflich tätig sein möchte, wer selbstständig werden möchte, Unternehmerin werden möchte, das ist so einer der ersten Schritte, die man machen kann, wenn es größer werden darf. Und solche Inhalte und weitere gibt es ja unter anderem auch bei euch beiden, dann bei mein-kurs-magdeburg.de, das ist mal kurz das kleine Eigenwerbung an der Stelle. Auch in dem Vergleich als großes Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch. Bei Interesse einfach die beiden mal kontaktieren. Gibt eine ziemlich große Bandbreite. Generell, was habt ihr momentan so an Kursen? Das ist ja jetzt nicht nur rein wirtschaftlich bezogen, sondern ja sonst was. Eigentlich bewegen wir uns gerade sehr im Familien- und Entspannungsbereich. Das heißt, wir fangen an mit PKIP, das sind Babykurse ab 6 Monaten, ab 3 Monaten. Dann geht es weiter mit Yoga, dann haben wir Achtsamkeitskurse, Meditationskurse, auch mal eine Abendveranstaltung, dass man nicht immer über einen langen Zeitraum kommen muss, sondern auch mal kurz. Ja, okay, aber so abseits vom Unternehmertum ja noch nicht mal. Also gerade Meditation, Entspannung kann man in der Branche manchmal auch gebrauchen. Sollte ergänzend dazu immer da sein, ja. Okay, aber das ist jetzt erstmal so als Start, aber dann ja so mit der Zeit werden ja auch dann die anderen Inhalte ausgerollt. Genau, also, wir haben jetzt versucht, einen roten Faden zu finden und im Bereich Seminare und Workshops bist du jetzt erstmal auch da mit Social Media Marketing zum Beispiel. Ja. Hallo, kommt demnächst. Und da breiten wir uns langsam immer mehr aus, ja. Okay, dann würde ich sagen, ist doch schon mal eine gute Übersicht. Ihr startet jetzt auch gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben jetzt Anfang November und ihr seid jetzt offiziell, glaube ich, seit 1.11. richtig am Start. Ja. Insofern ist ja eh gerade noch alles im Werden begriffen. Dahingehend auch an unsere Hörer da draußen. Wenn ihr hört, in der Nähe von Magdeburg seid oder Leute, die hier im Großraum leben, kennt, gerne mal auf meinen Kurs Magdeburg verweisen. Man kann euch auch online finden, wie gesagt, mein-kurs-magdeburg.de. Ja. Da kann man sich auch direkt anmelden und insofern würde ich sagen, schaut euch mal die Seite an. Ich danke auf jeden Fall jetzt Lea und Markus für ihre Zeit und wir danken. Euch an. Danke, Christian. Das war Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR.
Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.